Hallöchen und willkommen zurück hier auf meinem Kanal, lieber Löwe. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Monatsbotschaft für den Monat Mai 2024. Die kommenden 31 Tage, unter welchem Stern, unter welchem Licht werden sie stehen? Wir wollen reinschauen. Ich habe schon mal meine wichtigsten Kartendecks parat gelegt. Zeige dir einmal kurz, mit welchen Karten ich legen werde. Ich werde die Grundaussagen, die Grundbotschaften, die energetischen Aussagen mit dem Highly Sensitive Tarot von der Mila Charles legen. Dann werde ich ergänzend eine Monatsenergie aus dem Oracle Moonology von Jasmine Boland. Wunderschön. Und dann werde ich das mystische Lenormand für die Kernaussagen ins Weltliche von Regula Elisabeth Fichter verwenden. Okay, später kommen natürlich noch meine Einhörner hinzu. Da habe ich aber zwei Decks zur Auswahl und muss mich dann spontan entscheiden, welches ich nehmen werde. Okay, das Lenormand legen wir schon mal beiseite. Wir starten mit dem Moonology und gucken mal eben, was ist denn so deine Grundenergie? Worum geht es hier rein intuitiv im Monat Mai für dich, lieber Löwe? Mach es dir schön, mach es dir bequem, pass auf dich auf. Die Karten und ich erledigen die Arbeit und wir schauen mal rein, was ich dir heute hier mitgeben darf für eine Botschaft, für eine Energie. Okay, los geht es. Was haben wir hier? Energie Nummer 1. Da ist das Kärtchen. Anpassung ist gefragt. Abnehmender Halbmond. Anpassung. Also in irgendeiner Form darfst du kompromissbereit sein. Darfst du dich auf dein Umfeld einstellen. Ne, du solltest dich aber auch Gegebenheiten anpassen. Ne, das heißt, möglicherweise hast du dir etwas vorgenommen für den Monat Mai. Nun kommt aber ein äußerer Einfluss, der nun sagt, na, das müssen wir vielleicht ein bisschen anders angehen. Da sagt diese Karte, sei flexibel. Sei flexibel, sei anpassungsbereit. Okay, alles klar. Dann nehmen wir mal direkt das Tarot hinzu. Tarot als Grundaussage hier für deine kommenden 31 Tage. Das war nur so rausgepurzelt. Vertraut mir, liebe Leute. Das spürt man. So, ja, jetzt habe ich aber einen Stopp reinbekommen. Da sind die beiden Karten. Und dann lege ich auch schon mal den Rest des Monats. Da haben wir einmal die zwei. Da sind deine Empfindungen und Wahrnehmungen. Deine familiären Beziehungen, deine freundschaftlichen Beziehungen, dein professioneller, beruflicher, finanzieller Kontext, die Liebe, deine Chancen und Potenziale und Achtung, Achtung. Okay? Unterm Deck liegt hier die Acht der Münzen. Das heißt, du gehst aus diesem Monat in dieser Energie und die Acht der Münzen stehen dafür, dass du dir etwas erarbeitet hast. Du kannst tendenziell also schon mal sehr stolz sein. Du wirst im Mai viel dazu lernen, dich weiter qualifizieren und dann sogar in einer Position sein, wo du für dich sagen kannst, okay, ich kann anderen etwas beibringen. Andere, mein Umfeld, darf von meinem Wissen profitieren. Okay, sehr schön. Die Karte legen wir mal hier so hin. So, vielleicht muss ich ja doch ein bisschen mal Platz machen hier mit den Kerzen. So, da legen wir die Kärtchen hin. Und dann starten wir doch direkt mal. Thema des Monats. Da hatten wir einmal, ne, Anpassung ist gefragt, abnehmender Halbmond und die Königin der Münzen und das Rad des Schicksals. Diese beiden Karten gesellen sich hinzu. Das heißt, im Monat Mai kriege ich hier viel Stabilität und Sicherheit rein, gerade in weltlichen Belangen, in weltlichen Themen, ne? Dass du dich anpasst, dass du wächst in deinen materiellen Gütern. Das könnte sein, dass einige von euch mehr Geld haben, einen finanziellen Gewinn, vielleicht eine Gehaltserhöhung, aber auch allgemein eine Verbesserung und Stabilisierung deines weltlichen Seins, deiner weltlichen Existenz. Dann haben wir das Rad des Schicksals. Also hier darf sich etwas verändern und erneuern in deinem Sinne, zu deinen Gunsten. Ne, der Mai könnte also für dich wirklich ein freudestrahlender Monat werden. Das finde ich ganz toll, weil das wirklich sehr, sehr spannend ist.
Deswegen auch nochmal die Karte aus dem Orakel, ne? Anpassung ist gefragt, dass du dich auch den Gegebenheiten anpassen darfst. Vielleicht hast du ja mit dieser Art von Erfolg überhaupt nicht gerechnet oder du rechnest dich damit, dass du in irgendeiner Form wächst, ne? Dass du Wachstum erfährst, ne? Wachstum bedeutet natürlich auch immer ein Stück weit etwas anzunehmen, was vielleicht in erster Linie ungewohnt erscheint, aber dann am Ende nur zu deinem Besten geschieht. Okay? Das sind so die Grundenergien. Ich glaube, dazu würde ich auch, ja, ich lege da schon mal ein Lenormand drauf. Nur eine tatsächlich, wie sich das hier so, wie kommt das? Da ist eine Karte, die zu uns spricht. Die Störche durch eine Veränderung. Eine Veränderung, einige von euch könnten sogar umziehen, ne, dass ein Umzug ansteht. Bei anderen kriege ich allgemein Veränderung, aber der Storch zeigt auch Flexibilität an. Ne? Das heißt, du sollst flexibel bleiben, du sollst dich an die Gegebenheiten anpassen und dadurch erfährst du eben auch Neues und Wachstum und absolute Fülle. Das kriege ich hier rein. Sehr schön. Dann haben wir deine Wahrnehmung, deine Empfindung. Da haben wir den Teufel, aber auch die zwei der Kelche. Also mit dem Teufel kriege ich das Thema Abhängigkeit rein, ne, dass du in irgendeiner Form den Eindruck hast, abhängig zu sein, dass du unfrei bist. Möglicherweise, der Teufel steht für den Steinbock, hat es mit dem Sternzeichen Steinbock bei dir zu tun. Oder diejenigen, die den Steinbock fest in ihrem Horoskop verankert haben, betrifft dies besonders. Ne? Schau auch gerne dein Mondzeichen, die Venus oder auch deinen Aszendenten an. Ja, kann also sein, dass du den Steinbock sehr, sehr präsent hast. Da finde ich zum Beispiel, das kann ich selber gerade sagen, ich bin ja selber auch Löwe. Und ich habe meinen Mondknoten, den nördlichen Mondknoten habe ich im Steinbock. Und das heißt ja, dass meine Lernaufgabe in diesem Leben ist, mich zu Steinbock-Eigenschaften hinzuentwickeln. Ne? Gegenüberliegende Sternzeichen ist das der Krebs. Und der Krebs, das ist das, wo ich quasi herkomme. Diese Eigenschaften trage ich schon in mir. Ne? Fürsorge, Thema Familie, für Harmonie sorgen und auf Gefühle ein Stück weit Acht geben. Ne? Also dieses Familiäre, was man mit dem Krebs in sich hat. Und nun habe ich zur Aufgabe in diesem Leben, mich unabhängig zu machen und auch ja, entsprechende Positionen zu bekleiden, wo ich vorangehen darf. Ne? Also auch auf deinen Mondknoten achten. Solltest du den auch zufällig im Steinbock haben, dann Hallöchen, sitzen wir in einem Boot. Okay, dann haben wir noch die zwei der Kelche. Und bei den zwei der Kelchen kriege ich natürlich eine Annäherung rein. Hier könnte es sein, dass sich Gefühle intensivieren dürfen, dass man offener über Gefühle spricht, dass Gefühle nun ausgesprochen werden können. Ne? Also in irgendeiner Form kriege ich ja eine Annäherung rein. Eine Annäherung, die dich auf Herzebene sehr erfreuen dürfte. Auch hierzu hätte ich gern ein Lenormand. Ja, das Haus. Das könnte hier ganz besonders dein Privatleben betreffen, aber eben auch dein Zuhause, deine Familie. Wo man sagt, ne, speziell jetzt die Annäherung, dass man sich zum Beispiel aus dieser teuflischen Energie, aus diesem Abhängigkeitsgefüge nun in Richtung Annäherung, Offenheit und Gefühlsbekundung begeben darf. Ne? Also hier darf sich etwas stabilisieren und festigen. Sehr schön. Bei deiner Familie ist der König der Stäbe gefallen. Der König der Stäbe, das ist dein eigener König, wird dem Element Feuer zugeordnet und steht dafür, Dinge in Bewegung, in Gang zu setzen, andere zu motivieren. Dann haben wir den Baum. Also hier darfst du, das kriege ich tatsächlich als deine Energie rein, mit dem Baum hier ein festes Fundament, eine Basis schaffen. Eine Basis für Weiterentwicklung, eine Basis für Entwicklung und Bewegung in deinem Leben. Sehr schön, darfst andere vielleicht auch an die Hand nehmen. Dann haben wir bei deinen Freundschaften die Königin der Kelche. Bei der Königin der Kelche geht es ja auch um die Ordnung von Gefühlen, aber auch um das Thema Heilung. Möglicherweise könntest du es hier auch mit einem Wasserelement zu tun haben oder du selber bist im Wasserelement vertreten und darfst dadurch anderen Heilung schenken. Eine Freundschaft darf sich intensivieren. Ich kriege ganz viel intensive Energie bei dir rein. Dann haben wir noch aus dem Lenormand die Sense. Die Sense steht zum einen für ein Arbeitsmittel, aber auch was etwas sehr plötzlich geschieht, sehr drastisch. Ne? Also man hat hier sehr drastische Maßnahmen ergriffen mit der Königin der Kelche. Das ist eine komplett gegensätzliche Energie zur Sense. Ne? Das ist eine sehr empathische, sehr verletzliche und sehr fließende Energie, wo man wirklich sagt, okay, wenn ich mit der Königin der Kelche hier
agiere und aktiv werde, dann bin ich mit Sicherheit nicht in irgendeiner Form unempathisch oder stoße andere vor dem Kopf. Ne? Deswegen kriege ich hier mit der Sense eher eine plötzliche Vertiefung, eine plötzliche Weiterentwicklung von einer Freundschaft rein. Ne? Etwas, wo man mit der Sense auch schon lange und intensiv Arbeit reingesteckt hat. Okay. Bei deinen finanziellen, professionellen Bereichen ist der Wagen und der Mond gefallen. Da kommt auch schon das erste Lenormand-Kärtchen. Der Wagen steht für die Willensstärke. Du sollst an etwas dranbleiben, bleibe dran, glaube an dich, vertraue in dich. Mit dem Mond geht es um verborgene Themen, verborgene Gefühle. Vielleicht hast du Angst vor einer bestimmten Entwicklung, traust dir vielleicht etwas nicht zu. Hier sagt der Wagen ganz klar, bleib dran. Möglicherweise kriegst du, weil der Wagen wird von dem Sternzeichen Krebs dargestellt, kriegst du von einem Krebs Unterstützung, dran zu bleiben, und der Mond, Hinweis auf das Sternzeichen Fisch, könnte dich mit deinen Ängsten konfrontieren, könnte dich mit deinen Unsicherheiten konfrontieren. Dazu haben wir die Lilien. Lilie steht für die Harmonie, insbesondere innerhalb der Familie, aber natürlich auch für die Anziehungskraft. Im beruflichen Kontext kriege ich jetzt eher diesen harmonischen Bereich rein. Du strebst Harmonie auf allen Bereichen an, könntest hier aber natürlich mit dem Mond immer mal wieder an deine Grenzen stoßen, an deine emotionalen Grenzen, weil jeder am Ende ja auch anders tickt, jeder kommt von woanders her, aber am Ende wird es dir gelingen, mit deiner Willenskraft, mit deiner Stärke und mit der Bewegung des Wagens hier auch wirklich Harmonie herzustellen, Harmonie in deinem professionellen Bereich. Ne? Allerdings kriege ich bei einigen auch rein, Harmonie bedeutet da auch die Balance zwischen beruflichem und privatem. Dann haben wir die Liebe, da haben wir den Hierophanten und die Mäßigkeit. Sternzeichenhinweise haben wir hier einmal den Stier, da den Schützen. Vielleicht hast du es mit einem dieser Sternzeichen zu tun. Der Hierophant ist unser Lehrmeister. Die Mäßigkeit steht für den Ausgleich, also dass sich etwas ausgleichen darf, eine Situation. Und ich habe das Gefühl, dass einige von euch hier innerhalb einer Lernaufgabe gesteckt haben, dass sich die Beziehung, wenn ihr in einer festen Partnerschaft seid, nun weiterentwickeln darf. Wenn ihr Single seid, dann kommt hier eine Aufgabe auf dich zu, die für Ausgleich sorgen wird. Ne, dass du Ausgleich bekommst, ne, von Mangelgefühlen, von Unsicherheiten, ne, von Gefühlen, wo man wirklich sagt, okay, ich möchte hier ein Stück weit mehr wieder in meine Balance kommen. Ne? Hier ist etwas aus der Balance geraten. Ich hätte dazu gerne mal eine Lenormand-Karte. Da haben wir den Brief. Dieser Ausgleich könnte durch eine Nachricht kommen, durch einen Austausch, eine Kommunikation, ne, digital, schriftlich, per Telefon, wie auch immer. Ne. Also der Brief steht aber eher für die Kommunikation, wo man sich jetzt nicht unbedingt Auge um Auge begegnet, sondern eher eine Begegnung auf anderem Wege. Ne, eine Kommunikation, die hier zum Beispiel vielleicht eher oberflächlich ist, ne, weil der Brief ist auch eher so eine leicht oberflächliche Energie, wo man aber ganz klar sagen darf, okay, hier wird gesprochen, hier wird kommuniziert, okay? Ich habe gerade mal das Bedürfnis, dass ich dir dazu noch eine Zusatzkarte lege. Und dann nehmen wir, mal gucken, ob ich das jetzt auf die Schnelle bekomme. Ja, da ist es. Da haben wir es. Vielleicht, ich hoffe, es poltert hier jetzt nicht alles zusammen. Ist natürlich jetzt gut, dass ich sowas manchmal auch einfach in der Nähe entscheide. Ja genau, sowas sollte nämlich nicht passieren. Dass mir hier Kartendecks runterfallen. So, da haben wir nämlich das Situation Love Oracle Deck. Und da wollen wir nochmal schauen, um diese Energie ein bisschen zu klären, was wir denn hier sagen dürfen zu deiner Situation in der Liebe. Was haben wir da? So, die Türen machen wir vielleicht auch mal wieder zu. Schwupps. Und dann gucken wir mal, was zeigt sich hier? Wo kommst du her, lieber Löwe? Eine Karte für die Vergangenheit. Twin Flame. Oh ja, das sind immer die besonders intensiven Verbindungen. Na, das heißt, du könntest es hier mit einer Twin Flame zu tun haben, mit einem Menschen, mit dem du energetisch sehr stark verbunden bist. Gegenwart, eine Karte der Gegenwart. Gegenwart bedeutet, wenn du dieses Video schaust,
Das Schiff, jemand, etwas geht voran. Ein Prozess darf beendet, ein Prozess darf weitergeführt werden. Das Schiff rollt quasi aus dem Hafen und würde ja den Brief unterstreichen, ne, dass hier etwas auf dich zukommt. Ne, aus dem sicheren Hafen nun in Richtung offenes Meer, Richtung Ozean. Und Ende des Monats. Was haben wir da? Oh, eine bedingungslose Liebe zeigt sich hier. Bedingungslose Liebe für diejenigen, die nicht explizit auf die Liebe gucken, könnte das auch für bedingungslose Selbstliebe stehen. Dass du mit dir ins Reine kommen darfst und das ist dann auch dieser sogenannte Mäßigkeitsmoment. Okay? Ja, das einmal dazu, hätten wir das auch geklärt. Dann haben wir hier bei deinen großen Chancen die 5 der Schwerter und den Gehängten. Bei den 5 der Schwertern geht es darum, dass hier ja negative Glaubenssätze, die Dämonen in unserem Kopf, darfst du nun aus einer neuen Perspektive betrachten mit den Gehängten. Ne? Also Manipulation, toxische Einflüsse, auch von außen ganz wichtig, dürfen nun einen Perspektivwechsel erfahren. Das heißt, und du hast hier die Chance, hinter einem Verhaltensmuster besser zu verstehen, das besser greifen zu können. Eine Energie aus dem Lenormand, wie können wir uns das im Weltlichen vorstellen? Wie zeigt sich das? Das Buch. Ja, das Buch steht für Geheimnisse, das Buch steht aber natürlich auch für die Weiterbildung. Das heißt, du hast die Chance, dich weiterzubilden, dass eben diese Negativspirale in deinen Gedanken nun ein Ende haben darfst. Ne? Du darfst wirklich von den 5 in die 6 der Schwerter gehen. Du darfst etwas aktiv hinter dir lassen und nun sagen, okay, ich weiß mit dem Buch mehr darüber. Ich bin dem Geheimnis auf die Spur gekommen. Dann dein großes Achtung, Achtung im Mai. Da haben wir den Herrscher und den Page der Kelche. Der Herrscher ist eine Person, ja, sehr autoritär. Hinweis auf das Sternzeichen Widder tatsächlich. Eine Person, es könnte ein Führungsvorgesetzter sein. Jemand, sag ich aber auch ehrlich, der mit dem Pagen der Kelchen irgendwie an dich denkt. Der dich nicht aus dem Kopf bekommt. Der in irgendeiner Form ja, auch eher bei sich bleibt. Das ist, obwohl es ein Herrscher ist, keine Person, die jetzt offen über ihre Gefühle spricht, weil der Page, der bleibt bei sich, der geht nicht hinaus. Hinaus geht dann der Ritter und natürlich auch die Königin und der König, aber der Page bleibt bei sich, der bleibt im Kinderzimmer. Das heißt, hier kriege ich eine Person rein, könnte auch jünger sein als du, aber eben eine Person, die ein relativ autoritäres Auftreten hat, jemand, der grundsätzlich sein Leben auch im Griff hat, ne, der vernünftig aufgestellt ist, der hier an dich denkt, ne, der doch vermehrt und verhäuft über dich und deine Aktionen nachdenkt. Vor dieser Person soll ich dich aber warnen. Warum? Ha, die Mäuse. Diese Person ist angstzerfressen, soll ich dir sagen. Diese Person ist unsicher. An diesem Menschen nagt etwas. Alte Ängste, alte Sorgen, Unsicherheiten. Ne? Also etwas, was wirklich diesem Menschen mit den Mäusen sehr zu schaffen macht. Dieser Mensch ist noch nicht so weit. Ne? Also falls sich jemand hier bei dir meldet, aktiv wird, sei bitte vorsichtig, weil hier ist noch jemand im Heilungsprozess. Ne? Dieser Mensch kann dir noch nicht das bieten, was du dir vielleicht auch hoffst oder wünschst. Auch wenn man dir jetzt, ne, weil ein Herrscher ist natürlich auch viel im professionellen Bereich, wenn dieser Mensch dir ein Jobangebot macht, hinterfrage bitte. Ne? Hinterfrage und guck, ob was da wirklich hintersteckt. Es könnte sein, dass diese Person sich da ein bisschen weit aus dem Fenster lehnt. Okay, nun gibt es ein Einhorn und dafür nehme ich jetzt mal diese Einhörner von der Melanie Missing und Gabi Shayana Hoffmann. I believe in Unicorns, das tue ich auch und genau deswegen hat mich dieses Deck auch irgendwie so verzaubert und angesprochen. Und dann wollen wir doch mal gucken, was ist denn hier der Ratschlag, der Tipp von den Einhörnern an dich? Einfach mal nur für dich. Das hat jetzt hier nichts mit deinem Umfeld zu tun. Da geht es nur um dich, um deine Energien und was wichtig ist. Da ist schon ein Einhorn gefallen. Das Einhorn, deine innere Stimme. Ist ein weiser Ratgeber. Folge ihr und lausche ihrem Klang. Oder ist das dein Magen? Okay, wir brauchen erstmal Schokolade. Dann sehen wir weiter. Die Karten sind ein bisschen witziger, ein bisschen weniger tiefgründig. Aber ich fand die so süß, dass ich dachte, komm, für den Mai gebe ich ihnen doch mal eine Chance, gebe ich die Möglichkeit. Ja, dafür habe ich jetzt hier als Ausgleich das Moonology
Orakel gewählt, wo ich jetzt sage, alles klar, da könnte man ja, das so ein bisschen balancieren. Ne? Thema Mäßigkeit in der Liebe, Ausgleich. Also, höre auf deinen Bauch, höre auf dein Bauchgefühl, auf deine Intuition. Das Fohlen, ne, das ist ein Baby-Einhorn, was da sitzt, hier ist möglicherweise noch nicht reif genug. Ne? Ich kriege das Thema Reife rein. Was ist noch nicht reif? Wo darf es noch ein bisschen brauchen? Welcher Mensch ist noch nicht reif genug? Welche Idee ist noch nicht reif genug? Was darfst du noch mitnehmen? Oder wo darfst du Kompromisse schließen? Mit diesen Worten, lieber Löwe, darf ich mich von dir verabschieden. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Wenn du eine persönliche Legung wünschst oder interessiert bist, nachdem du dieses Video gesehen hast, darf ich dich einladen, in den Kommentaren auf meine Website zu klicken. Dort findest du verschiedene Legeformen, die ich anbiete, und würde mich freuen, dich persönlich kennenzulernen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, viel Freude und schöne Energien im Monat Mai. Bis dahin, deine Janina. Tschüssi.